Dann machen wir uns eine Planänderung, holen wir uns noch eine Packung Brennstoff. Es ist genauso wie bei Factorio, wenn du da einmal eine Erzquelle durch hast, ist sie weg. Auf der anderen Seite kannst du auch hier jetzt auch hingehen und tatsächlich manuell die Erzquellen überschreiben, wenn du sagst, nee, ich möchte an der Stelle lieber irgendwas haben, weil ich was bauen möchte oder so. Ist natürlich eine valide Option, ist aber eher schwierig, finde ich. Weil gerade jetzt, wo wir noch nicht interstellar sind, brauche ich halt eigentlich so ziemlich alles. So. Ich klaue jetzt einfach alles, was ich hier habe. Sind 37 Gigajoule und der Rest kann sich in Ruhe hier produzieren. Weil dafür die Dinger braucht es halt. Ich gucke nochmal ganz kurz nach der Produktion hierfür. Ja, braucht halt. Vielleicht baue ich nochmal ganz kurz eine neue Produktion dafür auf. Den fehlt es hier an Magneten. Okay. Dann baue ich hier vielleicht noch irgendwo eine Magnetenproduktion auf, wenn die hier nicht vollständig ausgelastet ist. Ja, die hat genügend Ressourcen, aber halt keine Materialien. Weil sie auch nicht vollständig aufbaubar ist, alles klar. Ziehen wir uns mal eine Kopie hiervon. Ist auch nicht vollständig auf Blau. Noch ein wenig schneller werden. Aber der zweite schadet nicht. Use now. Stellen wir die einfach genau da ein. So, das hier ist 0. 1, 2, 3. Wieso funktioniert das da nicht? Was habe ich übersehen? Need Resources. Ah, war schon. Ich habe irgendwo. Ich habe Zeug durch die Gegend fliegen lassen. Ich habe es nicht aufgesammelt. Okay, dann machen wir es anders. Dann kopieren wir es jetzt nochmal. Schmeißen den da raus. Schmeißen den da raus. Der Kram passt. Use now. Ich habe keine Erzförderer mehr, die da irgendwo hingestellt werden können. Insbesondere, weil da keine Ressourcen sind. So, 0, 1, 2. Dann bauen wir eben schnell noch eine Magnetenproduktion auf. Korrigieren noch ein paar Sachen hier, damit die auch tatsächlich funktioniert. Bauen vielleicht noch ein paar Schmelzen. So, 35, 37. Jetzt brauche ich Steine. Steine, Steine, Steine. Wie man sieht, ich suche schon vorab auf dem Planeten, wo ich hin muss. Dann spart man sich nämlich den langen Flug, spart Energie. Oder man kann auch einfach über den Planeten fliegen. Das sieht dann vielleicht ein wenig cineastischer aus. Aber ja. Da kommt unser Blueprint wieder hervor. Ich hätte einfach nur in eine Richtung fliegen sollen.
Willkommen bei Wie verschwinde ich am besten Zeit? So, 37 habe ich gesagt. Habe ich jetzt 40, 50, 53. Oh, Elektromagneten, hätte das erwartet. Jetzt fliege ich nicht wieder in die andere Richtung. Ich glaube so. Na komm. Die lassen wir jetzt nochmal sein, für den Fall, dass wir sie vielleicht dann noch brauchen könnten. Also, dass wir dann doch zu einem zu viel gebaut hätten. Nein, da nicht. Und vielleicht brauche ich ja noch ein paar von. Da brauche ich jetzt Eisen. Oh, guck mal, eine Eisenschmelze. Das Schöne ist, dass er sich hier merkt, was man braucht und was da reinkommt und so weiter und so fort. So. Und da fliegen schon die ersten interplanetaren Schiffe weg und holen Eisen. Kann, ist hier das Feld verlegen. Die beiden kann ich clearen, weil die werden hier nicht angeboten. Rate mal, wer heute völlig durch ist und eine Stunde viel zu früh losgewieselt ist. Das ist eine gute Frage. Also mir fällt da jetzt keiner ein. Aber willkommen zurück. Ich hoffe, du hast zumindest einen bequemen Wartebereich. Wenn du schon viel zu früh losgewuselt bist. So, aber eben schnell das Bild hier zu Ende. Nämlich auch hier die Schmelzen duplizieren. Ich kaufe ein Y und möchte lösen. Bockwurst. Ja. Ich glaube auch Bockwurst zu früh losgewuselt. So, bist du jetzt da? Da bist du. Symmetrie. Ein Hoch auf die Symmetrie. So, damit fehlt jetzt eigentlich nur das Eisenerz, was hier ankommt, aber da sind die Frachter schon unterwegs. Und sobald das Eisenerz ankommt, ist es direkt verarbeitet. So soll das sein. Jetzt haben wir wieder einen Haufen Belts, die wir nicht brauchen. Sind wir zufälligerweise in der Nähe von Beltverarbeitung. Hier aus. Ja, gut. Das muss ich jetzt erstmal ein bisschen einpendeln. Ansonsten schmeißen wir eben schnell hier die. Ach, das ist noch die kleineren, ist okay.
Machen wir die draus, weil davon haben wir jetzt welche. So. Das heißt, auch hier wird einfach, sobald es geht, Zeug direkt verarbeitet. Sobald es da ist. Ich frage mich gerade, wieso die hier keinen Strom haben. Die immer wieder waren in der Mitte. Aber gut, dann muss ich da halt wieder Ersatzsachen hinstellen. Und da noch ein. Damit haben wir jetzt hier schon mal wieder welche. Das ist okay. Und ich glaube, die Richtung. Also die Richtung ist auf jeden Fall irgendwann mal die Weltproduktion, weil in jede Richtung, in die wir fliegen, ist die Weltproduktion quasi. Solange wir noch nach Süd fliegen. Die nehmen wir mit. Haben wir gelbe Bells? Nein, haben wir grüne Bells? Ja, ich weiß das. Ich finde sie gerade nur noch. Ach, wir haben doch gelbe Bells. Zack. Wieso produzieren wir hier keine gelben Bells? Oh. Okay. Habe ich wahrscheinlich irgendwann mal zu viel abgerissen. Komm, ich will hier. Ach, du bist nicht richtig verbunden, okay. Der Vorteil ist natürlich, dadurch, dass wir keine gelben Bells haben, konnte ich hier gelbe Bells reinstopfen. So. Der gelbe Kram kommt hier mal weg. Machen wir einfach mal ein Upgrade raus. Nicht an den Tesla-Towern hängen bleiben. Die schmeißen wir da rein. Und machen wir ein Autosort. Schmeißen wir die damit rein. Dann sind sie auch los. Wir haben blaue Bells. Wir haben sonst nichts. Was uns nicht interessiert, sehr gut. Receiver wäre jetzt natürlich auf der anderen Seite des Planeten, auf dem Pol, wo sie zur Sonne und zum Solarsegel hingucken, wesentlich effektiver. Aber das tun sie offensichtlich. Oder Teile. Ja, der bekommt jetzt gerade schon welche ab. Der bekommt schon länger welche ab. So. Wir wollten auf jeden Fall ein bisschen für die Forschung tun. Ich glaube, das hier ist die Linie, auf der ich arbeiten möchte. Machen wir mal 5 davon. Für die Teile brauche ich nur 2 Sachen. Die werden alle hier produziert. Das ist schön. Der ist falsch rum. Rein, rein, raus. Ich hätte gerne. Ja.
Ich hätte den gerne anders, aber gut, dann. So. Hier kommt der rein. Das heißt, ich brauche das Zeug, was auf dem anderen Planeten hergestellt wird. Das heißt, ich brauche doch einen großen. Und zwar brauche ich dafür 2-2. Es ist also vollkommen egal, wie ich sie transportiere. Hier haben wir Rot, dann kommt das da rein und das da. Demand, 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 Demand. Zack, zack. Der Kram wäre natürlich super, wenn er Strom hat. Übertreiben wir es mal ein bisschen mit dem Strom. Hier wird fast keine Energie hergestellt. Bedeutet aber im Umkehrschluss, wir haben hier Probleme mit der Konnektivität. Hier liegt nämlich doch keine Leitung. So. Damit haben wir das Ding hier auch verbunden und haben, tada, genügend Strom. So, für den nächsten Würfel. Das wäre eigentlich dieser gewesen, der erste, egal. Bauen wir halt den zweiten nach dem ersten. Es ist vollkommen egal, in welche Reihenfolge wir die Dinger hinstellen. Stellen wir da die Teile hin. Können wir auf jeden Fall einen kleinen Port nehmen. Weil der ganze Kram wird hier produziert. Nicht schon wieder rot, ich will hier blaue produzieren. Das heißt, wir bieten an blaue Würfelchen und möchten gerne an haben. Die waren es, oder? Ja. Die und die. Nachdem alles hier lokal produziert worden ist, braucht man es ja nicht, glücklicherweise nicht, sonst woher holen. So. Wo sind meine? Da. Machen wir das mal so. Dann brauchen wir die gelben.